Oh Gott, da ist gerade hinter mir ein Ast runtergefallen, glaube ich. Fliegen ewig, Mu. Müssten wir manchmal zu Trick 17 greifen? Was dieser Föhn mit dem heutigen Video zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß. Darf ich vorstellen, das fliegende Gespann. Oh Leute, es ist so stürmisch. Mo und ich fliegen hier gleich um die Häuser. Mary Poppins mal anders. Ich habe mir jetzt mal ein windstilles Fleckchen hier gesucht. Von Bäumen beschützt, hoffe ich mal, dass mir das nicht zum Problem wird. Und jetzt wird hier fleißig geworfen. Hui! Und bring's hier zu mir. Hier zu mir. Ja, super! Und komm. Oh, hast du es verloren? Geht euch das auch so, dass ihr bei Sturm viel schlechter hört? Also zum Beispiel an der Straße fällt es mir dann richtig schwer ein- und abzuschätzen, ob da ein Auto kommt. Und da bin ich sowas von froh über Mo, die das dann noch mit abcheckt. Weil sonst habe ich mich da schon oft sehr unbehaglich gefühlt und wusste nicht, erwartet mich da jetzt ein Crash, weil ich was nicht gehört habe. Also an dieser Stelle ist Mo auf jeden Fall mehr als Gold wert. Vorteil ist bei diesem Wetter natürlich, dass wir den Park fast ganz für uns alleine haben. Mega entspannter Spaziergang. Würde nicht die Gefahr lauern, dass Bäume auf uns niederprasseln. Aber ich glaube, gerade geht es sogar. Oh, ich komme vom Weg ab. Hoppala. Oh Gott, jetzt geht es wieder richtig ab hier. Hier ist der besagte Baum aus dem letzten Video, in dem sich dieses ehemals mit Schnur versehene Teil verfangen hat. Ich habe tatsächlich... Oh Gott, da ist gerade hinter mir ein Ast runtergefallen, glaube ich. Oh Gott, ich gehe schnell weg. Hilfe! Oh Gottchen! Ja, ich wollte nur sagen, ich habe gerade beschlossen, die Runde abzukürzen. Es wird immer krasser. Und ich habe hinten im Park irgendwo klappernde Geräusche gehört. Dem möchte ich mich jetzt nicht aussetzen. Und meinen Hund auch nicht. Von dem her kürzen wir das Ganze ab und gehen jetzt noch ein paar Einkäufe erledigen und hoffen, dass wir überall heile ankommen. Also für Kölner Verhältnisse ist das hier sowas von ausgestorben. Ich höre kaum Verkehrsgeräusche. Richtig krass. Also hier Straßen sind scheinbar wirklich leer gefegt. Traut sich keiner mehr. Außer uns, oh Gott. Und voran. Fliegen ewig, Mu. Man mag es ja nicht glauben, aber wir haben tatsächlich einen Linksdrall, der Wind von rechts kommt. Hier ist auch nichts los und uns wehen tausend Sachen um die Ohren, irgendwelche Plastiktüten und hast du nicht gesehen. Also schönes Wetter, schönes Wetter. Und rüber. Prima. Freie Straße. Prima. Und super. Was? Prima. Und rüber. Und super. Sie hält immer Abstand vom Fahrradweg, der hier immer in Köln auch mit auf dem Bürgersteig ist. Das habe ich bis heute nicht verstanden, wie sie das unterscheiden kann. Aber gut für uns. Vorne kommt irgendwo eine Ampel. Eine Suchampel. Ist super. Keine Ahnung, ob da grün ist. Wir gehen rüber. Wie angekündigt, gehen wir jetzt noch etwas einkaufen. Und zwar gehen wir in den DM und ich brauche einen neuen Föhn. Ganz spektakulär ist. Irgendwie habe ich es geschafft, dass er kaputt geht. Und ich bin mal gespannt, ob wir jemanden finden, der uns weiterhilft. Das ist nämlich manchmal gar nicht so einfach. Tatsächlich liebt Mo es, Eingänge und Ausgänge zu finden. Und ich bereite ihr diesen Spaß doch gerne. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ach so, ich kann hier übrigens so gezielt die Bordsteinkanten voraussehen, weil ich diesen Weg in- und auswendig kenne. Letztendlich kann ich es aber auch hören, weil immer eine Straße kommt, die rechts abgeht, wenn ein Übergang kommt. Und das ist akustisch für mich wahrnehmbar. Ich zeige euch das gleich mal. Ich weiß, jetzt gleich kommt rechts eine Straße und das höre ich genau jetzt, wenn es da reingeht. Jetzt bin ich zu Ende, also dass die Straße wieder aufhört.
hier rieche ich schon, dass rechts der DM kommt. Rechts ist Eingang. Noch so Eingang? Eingang? Ja. Föhne, ja. Föhns. Kommen Sie mit. Okay, danke. Ich bin fündig geworden, dank der netten Beratung. Und jetzt gehen wir noch auf die Suche nach Shampoos. Ich habe aber die Hände voll. Wie mache ich das denn jetzt? Mühchen, wie machen wir das jetzt? Gefunden. Ich taste mich jetzt hier im Regal entlang, um zu wissen, was genau ich haben möchte. Also das weiß ich vorher, aber was genau hier vor mir ist. Ich zeige das einmal. Die Packung, das ist Elvital. Oder was haben wir denn hier noch? Das hier könnte Fructis oder Gliscur sein. Das ist, glaube ich, auch noch Elvital oder Gliscur. Ja, so merke ich mir das eben. Was genau dann draufsteht, weiß ich natürlich nicht. Aber hier sehe ich zum Beispiel, ist eine rote Farbe. Kennt ihr nicht? Hier kann ich natürlich an den Kerzen wunderbar riechen. Aber die riechen auch nicht so gut. Hier haben wir noch eine. Oh ja, die nehme ich. Ich habe mich entschieden. So, Ausgang. Super, und links weiter. Nee, wir gehen heute links. Wind und Wetter haben uns wieder. Und vollgepackt machen wir uns auf dem Weg zur nächsten Station. Einkaufen, also so Lebensmittel und so ein Kram. Ich kann aber noch kurz eine lustige Geschichte erzählen. Also lustig ist sie eigentlich gar nicht. Oh, wo wir denn weg? Und zwar stand ich vor dem Regal, habe mir was ausgesucht und dann hatte ich eben gerade mal Mo losgelassen und sie hat sich da schön platziert, auch völlig in Ordnung. Dann laufe ich ein paar Schritte alleine und laufe gegen einen Wagen. Also, sobald ich meinen Hund loslasse, scheine ich irgendwie irgendwelche Blessuren davon zu tragen. Huch! Ich weiß nicht, ob es rot oder grün ist. Da, wenn die Autos gerade quer von uns fahren, denke ich, oh, jetzt fahren die anderen, jetzt können wir mal mit rüber. Auch schon mal passiert, dass jemand mit dem Auto neben euch angehalten hat und mit einer Lautstärke telefoniert hat, also mit der Freisprechanlage, dass ihr alles mitverfolgen konntet. Ein bisschen frisches. Hallo. Hi. Ich habe eine Frage. Bitte. Haben Sie Teriyaki-Soße? Ich lese mal für. Dankeschön. Wasser, Tomatenmark, doppelt konzentriert, Tomaten, Sahne, Magermilch, Joghurt, Stärke. So. Einmal schütteln. Und es ist verzehrbereit. Erstmal die nicht zu schiebenden, hä? Du Profi? Wie fein machst du das? Und da Mo nicht so die beste Fresserin ist, müssten wir manchmal zu Trick 17 greifen und das heißt spielerisch an das Essen oder an das Fressen heranbringen. Wir sind inzwischen heil erhalten wieder zu Hause angekommen, wie ihr bemerkt habt. Und ich begebe mich jetzt mal an die Testung meines Föhns. Dann gucken wir doch mal, ob sich diese ganze Tortur mit Wind und Wetter auch gelohnt hat. krass, ich glaube, das ist derselbe Föhn, den ich vorher schon hatte. Ist das lustig. Ohne es zu wissen, habe ich mir, glaube ich, einfach denselben Föhn noch einmal gekauft. Tja, so kann es gehen. Es funktioniert! Was ein turbulenter Tag, würde ich mal sagen. Sehr windlastig. Wieder mal ein Einblick in einen Teil unseres Tages, das Leben mit blinden Führhund, den Alltag mit blinden Führhund, der eben auch mal etwas stürmiger zugehen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch sehr gerne mal auf Facebook vorbeischauen und diesen Kanal abonnieren, um keine weiteren turbulenten Videos zu verpassen. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wie auch immer. Und ich sage bis denne, bis zum nächsten Video. Tschüss!